Herzlich willkommen zur Video-Nähanleitung zu meinem Basic-Jäckchen. Das Jäckchen ist wirklich eine ganz schnelle Nähnummer. Innerhalb einer Stunde wird das Jäckchen unter deiner Nähmaschine hervorhüpfen, wenn du die hier gezeigte Variante nähst. Ich wünsche dir viel Freude beim Video anschauen, viel Erfolg beim Nachnähen. Ich hoffe, du kannst wieder was lernen und ich würde mich natürlich freuen, wenn dir dieses Video gefällt, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Da sind wir schon. Jetzt geht's gleich los mit der Nähanleitung vom schnellen Basic-Jäckchen und zwar mit dem Zuschnitt. Normalerweise mache ich ja für meine Basic-Teile keine Video-Nähanleitung, aber weil das wirklich so eine schnelle Nummer ist, dachte ich, ich lasse die Kamera einfach mal mitlaufen. Also, los geht's! Beim Zuschneiden, da gibt es nicht wirklich viel zu beachten, bis ein, zwei Sachen und die erkläre ich euch jetzt dann gleich. Also ihr schneidet zu, einmal das Rückenteil im Bruch. So, hier. Dabei vergesst bitte nicht die Passmarkierungen. Die Passmarkierungen einmal für den Ärmel, das sind diese zwei Knipse auf beiden Seiten. Dann noch eine Passmarkierung hier oben in der Mitte, in der hinteren Mitte und auch hier unten einen Knips für die hintere Mitte machen. Das erleichtert uns dann später das Einnähen vom Bund, von der Halsblende und natürlich von den Ärmeln. Dann das Vorderteil zweimal gegengleich zuschneiden. Auch hier sind Passmarkierungen für den Ärmel, nämlich hier, das ist immer nur ein Knips, also bei den vorderen Ärmeln immer nur ein Knips. Weiter geht's mit den Bündchen. Die habe ich jetzt aus dem gleichen Stoff zugeschnitten, wie mein Jäckchen ist. Wenn du jetzt eine Bündchenware hernimmst, die ja viel dehnbarer ist als der Sweatshirt-Stoff, dann kannst du dir hier diese Ecken sparen. Dann kannst du dir einfach ein Rechteck zuschneiden. Dann die Ärmel, auch zweimal gegengleich. Bei den Ärmeln die Passmarkierungen nicht vergessen. Einmal der eine Knips für den Vorderärmel, hier oben der Knips für die Schulternaht und auf der Seite die beiden Knipse für den hinteren Ärmel. Dann fehlt nur noch der Halsstreifen und der Bund. Der Bund, das Bündchen, das kann jetzt in der Breite von euch zugeschnitten werden, wie ihr mögt, wie ihr lustig seid. Diese zwei Breiten, die ich jetzt angebe im Schnittmuster, sind Vorschläge. Die könnt ihr natürlich abwandeln, wenn ihr vielleicht gerade noch einen Zentimeter mehr Stoff habt oder wenn ihr es einfach breiter oder noch schmaler wollt, egal. Das Einzige, was ihr dann, wenn ihr das Bündchen in der Höhe verändert oder in der Breite verändert, dann müsst ihr auch den Einfallsstreifen vom Hals entsprechend verändern, weil ja durch die geänderte Höhe sich die Länge der Jacke verändert und dann natürlich auch der Streifen vom Halseinfass. Das Bündchen wird jetzt einmal im Bruch zugeschnitten, das ist die hintere Mitte und auch da habe ich mir Knipse gemacht. Diese Knipse kommen dann an die hintere Mitte vom Rückenteil. Das fällt hier gerade die Post vor. So. Hier ist jetzt, sind die Streifen vom Halseinfass. Die habe ich jetzt doppelt zugeschnitten. Hier ist die hintere Mitte. Wer von euch eine kleine Größe näht und die kurze Variante und je nachdem wie breit euer Stoff ist, kann es sein, dass ihr euch hier hinten oder hier oben, also am Hals ist ja das, die Naht ersparen könnt. Dann könnt ihr das im Bruch zuschneiden, müsst dann nur darauf achten, dass ihr hier die Nahtzugabe, das sind 7 mm, nicht mit ranschneidet. Hier ist eine Markierung, jetzt habe ich mit extra eine Nadel reingesteckt, damit ich sie nicht übersehe. Hier ist die Markierung. Da kommt dann die Schulternaht beim Nähen hin. Ja, das war's jetzt schon.
Also es ging jetzt recht flott, so wie die ganze Jacke ziemlich flott mit dem Nähen geht. Und dann können wir auch schon gleich weiter zum Nähen gehen. Da sind wir beim Nähen. Als erstes werden die Vorderteile an das Rückenteil an den Schultern genäht. So, da brauche ich, glaube ich, nicht viel erklären. Die Teile zusammenstecken und einmal mit 7 mm Nahtzugabe zusammennähen. Ich habe die Nahtzugaben von der Schulternaht jetzt auch schon gleich zur Seite gebügelt. Weiter geht's mit dem Ärmel einnähen. Auf die Passmarkierungen achten, die richtigen, also ein Knips auf einen Knips und im Rückenteil die zwei Knipse auf die zwei Knipse vom Ärmel. Und hier noch die Schulternaht übereinander, also den Knips von der Schulternaht. So. Die Ärmel muss so ein bisschen hingedehnt werden, aber das ist bei den dehnbaren Stoffen ja recht komfortabel. So, jetzt hier zwei Knipse. So, also hier seht ihr das so ein bisschen hindehnen. Das dehne ich mir dann direkt unter der Overlock beim Nähen hin. Wer mag, kann natürlich auch jetzt noch hier einen zusätzlichen Clip setzen. Das gleiche macht ihr dann natürlich auch beim zweiten Ärmel. Also, so weit sind wir jetzt schon. Man erkennt es gar nicht, ich kriege es gar nicht richtig drauf, komplett auf die Kamera. Das ist jetzt hier das Rückenteil, die zwei Ärmel und die Vorderteile. Als nächstes nähen wir die Ärmel und Seitennähte in einem Rutsch zusammen. Dafür das Ganze zur Hälfte umklappen. Ihr seht schon, was passiert. Und jetzt vom Ärmel einmal hier über die Ärmelansatznaht hier drüber hinweg bis zum Saum in einem Rutsch durchnähen. Auf der anderen Seite genauso. Das ist jetzt unser Zwischenstand. Also das Jäckchen sieht schon verdammt nach Jäckchen aus. Ich mache jetzt mit dem Bund weiter. Den Bund halbieren wir jetzt mit der rechten Seite nach außen und stecken den hier an die untere Kante, also quasi was jetzt der Saum ist, an die Saumkante doppelt fest. Einmal rundherum die Markierungen von der hinteren Mitte erleichtern uns das jetzt, das genau zu treffen, weil ja der Streifen des Bündchens ein bisschen angedehnt wird. Und damit es eben gleichmäßig hingedehnt wird, ist diese Markierung ganz praktisch. So, jetzt hier so ein bisschen dehnen, so festhalten. Hier noch ein, zwei Klipse dazwischen, wer mag. Aber das ist jetzt hier kein Hexenwerk. Also wer mag, kann es auch direkt beim Annähen dehnen, ohne jetzt hier großartig noch Klipse zu setzen. So, das mache ich jetzt noch bis zur anderen Seite und dann einmal komplett annähen. Neuer Zwischenstand, der Bund ist dran und die Nahtzugabe habe ich auch jetzt gleich schon zum Rumpf gebügelt. Als nächstes machen wir noch den Halseinfassstreifen. Den habe ich hier. Wer den jetzt so zugeschnitten hat wie ich, also aus zwei Teilen bestehend, dann als erstes die hintere Mitte schließen. Hier ist meine Markierung von den Schulternähten. Also jetzt hier einmal
den Streifen zusammennähen. Den Halsstreifen, die ich jetzt aber gerne mit der normalen Haushaltsnähmaschine zusammen, also nicht mit der Overlock, weil ich die Nahtzugaben auseinanderbügeln will, damit, wenn ich den Streifen jetzt längs zur Hälfte falte, hier der Knubbel gleichmäßig verteilt ist und nicht nur auf einer Seite so ein richtig dicker Knubbel entstehen würde. Jetzt müssen wir hier unten, das ist ja die Abschlusskante unten am Saum, hier noch zusammennähen auf beiden Seiten, also verstürzen. Das mache ich auch wieder mit der normalen Nähmaschine, wobei das auch mit der Overlock gehen würde. Also jetzt hier 7 mm einmal runternähen, gut verriegeln und dann wenden, die Kante hier den rechten Winkel, dann schön ausarbeiten und gleich nochmal bügeln. Und wenn wir dann schon gerade beim Bügeln sind, dann könnten wir oder könnten ich oder mache ich so, bügel ich mir dann den Streifen einmal so längs im Bruch, dann tue ich mir leichter, den Streifen an die Halskante anzunähen oder erstmal vorab anzustecken. Hier ist jetzt der Streifen, vorne die Ecken schön verstürzt, dass es wirklich ein schöner rechter Winkel ist und dann auch schon längs zur Hälfte gebügelt. Ich habe mir dann auch gleich, hier sind die Schultermarkierungen mit Stecknadeln fixiert und auch die hintere Mitte dieser Naht mit Stecknadeln so ein bisschen zusammengeheftet. Jetzt wird der Streifen an die Jacke gesteckt. Da fange ich in der hinteren Mitte an. Das könnt ihr natürlich auch hier vorne an den Ecken machen, das ist egal. Aber ich mache es in der hinteren Mitte auf der rechten Seite. Ich drehe es mal um. Also hier ist ja der Knips, deswegen haben wir den Knips. Da kommt jetzt genau, wer sie hat wie ich, die Naht hin. Bei wem der Stoff ausgereicht hat, ohne Naht das zuzuschneiden, der hat dann hier die Markierung von der hinteren Mitte. Hier ist jetzt die Schulternaht. Der Streifen muss hier so ein bisschen hingedehnt werden, damit er schön am Hals anliegt. Wer mag, kann jetzt hier wieder einen Clips machen oder auch dann einfach beim Annähen hindehnen. Es kann sein, je nach verwendetem Material, also je nach Dehnbarkeit eures verwendeten Materials, wenn ihr hierfür einen Bündchenstoff hernehmt, dass der viel dehnbarer ist, dass ihr da auch den Streifen sogar ein bisschen kürzer zuschneiden könnt oder müsst, damit der nicht am Hals flattert, sondern wirklich sich schön anschmiegt. Das ist also wirklich von Material zu Material immer ein bisschen unterschiedlich und muss vielleicht angepasst werden. So, jetzt wird hier unten das weiter angesteckt. Da würde ich wirklich euch empfehlen, damit euch das nicht verrutscht beim Annähen, mit der Haushaltsnähmaschine eine Hilfsnaht hier zu machen, hier vorne. Da eine Hilfsnaht zu machen, damit hier wirklich das dann, wenn das angenäht ist, ich stecke es mal hin, also das, ich simuliere jetzt mal die Hilfsnaht oder die Naht, damit es wirklich richtig schön bündig hier vorne abschließt, die untere Kante, und nicht irgendwie so halb scheps das Bündchen so vorguckt oder so nach unten rutscht. Deshalb bitte macht da wirklich eine Hilfsnaht, 2-3 cm, mehr muss es gar nicht sein. Weil erfahrungsgemäß bei der Overlock verschiebt das immer. So, jetzt stecke ich mir das hier auch fest. Hier darauf achten, dass eure Nahtzugabe so liegen bleibt, wie wir sie gebügelt haben, nämlich zum Rumpf. Und jetzt hier das Bündchen weiter anstecken. Hier im unteren Bereich ist die Kante ja gerade und hat keine Rundung. Da muss nichts gedehnt werden. Gedehnt wird immer nur in Rundungen, weil sich ja da das Bündchen in die Rundung legen muss. Also hier muss es gedehnt werden. Da. So. Und so steckt ihr das jetzt fortlaufend
fest. Denkt an die, an die Hilfsnaht oben und links und rechts, also unten auf beiden Seiten. Und dann kann der Streifen auch schon angenäht werden. So, das Halseinfassbündchen, der Halseinfassstreifen ist dran und natürlich schon gleich wieder umgebügelt, damit eventuelle Dellen, die durch das Andehnen des Streifens entstehen, gleich gar nicht mehr sichtbar sind. Ich habe hier unten am Ende so ein Schwänzchen stehen lassen von der Overlock, weil das fädel ich jetzt nämlich ein in eine Stopfnadel oder was ihr so habt, also eine große dicke Nadel und verfache. Ich weiß nicht, ob es den Ausdruck wirklich gibt. Im Duden steht da, glaube ich, nicht drin. Aber meine Lehrmeisterin hat es damals so genannt. Verfachen, den Faden verfachen, verstecken, wie auch immer. Also den Faden dann hier in die Raupe einziehen und dann abschneiden. Da ist er nämlich schön versäubert und da geht dann nichts mehr an der Naht auf. Ich würde jetzt empfehlen, damit die Naht, dieses Schwänzchen hier, nicht so blöd vorguckt und da so in der Luft hängt, das hier vielleicht nochmal abzusteppen. Ich habe es bei der einen blauen Jacke, bei der geblumten Jacke, einmal von hier so knapp 4 mm bis hier hochgesteppt, bis zu dem Ende, also wo das Bündchen endet. Man kann natürlich auch, wenn man eh schon einmal dabei ist, diese Absteppung der Nahtzugabe einmal komplett rundherum um die ganze Jacke machen, bis man hier unten am anderen Ende wieder ankommt. Das ist eine Möglichkeit. So, jetzt fehlen uns nur noch die Bündchen von den Ärmeln und wer Knöpfe annähen mag, dann müssen wir natürlich noch die Knopflöcher reinmachen. Das überlege ich mir aber noch. Ich ziehe dann, wenn die Bündchen dran sind, erstmal das Jäckchen an und dann schauen wir mal, dann sehen wir es schon, hat der eine Bayer gesagt. Wir kommen zu den Bündchen. Da hatte ich am Anfang schon erklärt, wer die Bündchen nicht aus einem etwas nicht so dehnbaren Stoff wählt, so wie ich jetzt aus dem Sweat, sondern vielleicht eine Bündchenware hernimmt, also Bündchenware ist ja viel, viel dehnbarer. Der muss diese Ecken hier nicht rausschneiden. Der kann das Bündchen einfach rechteckig zuschneiden. Wer es jetzt aber so hat wie ich, der legt die Bündchen so übereinander und näht die jetzt einmal so zusammen. Und zwar, ich mache es wieder mit der Haushaltsnähmaschine, weil ich die Nahtzugaben dann wieder auseinanderbügeln möchte. Ein Bündchen habe ich jetzt hier schon mal komplett fertig vorbereitet. Hier seht ihr, wie ich es genäht habe und die Nahtzugaben auseinandergebügelt habe und jetzt auf rechts drehen. Gegenüberliegende Seite auch. Da habe ich mir auch hier Markierungen gemacht. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Dann ist es nämlich hier genau die Hälfte der Manschette. Also dieser Knips ist gegenüber von der Naht und diese Markierung, diese Hälfte, mache ich mir jetzt genau auch beim Ärmel, damit ich mir leichter tue, das Bündchen gleichmäßig gedehnt an den Ärmel zu nähen. So, ein Ärmel. Da wende ich die Sache auf die linke Seite. So. Hier mache ich mir jetzt die Markierung für die Hälfte. Knips. Stecke jetzt das Bündchen da rein. Also, weil wir ja rechts auf rechts das nähen wollen. Hier ist die Naht, da ist die Naht, hier ist die Mitte. Also stecke ich jetzt hier die Markierung von der Mitte übereinander, zack, hier ist die Naht,
oder die Nähte, die kommen auch übereinander. Und jetzt schön dehnen. Das ist jetzt bei meinem Sweatshirt-Stoff etwas schwierig, weil er nicht so doll dehnbar ist, aber geht. Und dann einmal rundherum das Bündchen annähen. Und auf der anderen Seite beim zweiten Ärmel natürlich das Gleiche. So schaut mein Basic-Jäckchen jetzt aus. Ich habe jetzt keine Knopflöcher reingemacht, werde in dieses Modell auch keine Knopflöcher reinmachen. Ich hatte sie jetzt gerade schon mal draußen an für ein paar Fotos und die Jacke braucht jetzt keine Knopflöcher. Ich habe allerdings noch ein zweites Modell genäht, da sind Knopflöcher drin, das zeige ich euch gleich im Anschluss. Also wer mag, kann Knopflöcher sehr gerne reinmachen, aber das Basic-Jäckchen geht auch so zum Drüberschmeißen einfach ohne Knopflöcher. So, und damit sind wir jetzt auch schon fertig mit dem Basic-Jäckchen. Ich hatte ja versprochen, das Jäckchen ist eine ganz schnelle Nummer und auch für Nähanfänger geeignet. Ich glaube, nachdem ihr das Video jetzt gesehen habt oder vielleicht sogar auch gleich parallel nebenher nachgenäht habt, gebt ihr mir absolut recht. Das ist jetzt die etwas längere Version mit dem schmalen Bündchen. Ich hatte ja aber auch noch eine zweite und eine dritte Version genäht. Das ist jetzt die, ich ziehe es mal an, die etwas kürzere Version mit dem breiteren Bündchen. Da variiert die Länge jetzt nicht so extrem, so ein paar Zentimeterchen. Was aber schon unterschiedlich tatsächlich ist, ist hier die Bündchenbreite oder die Saumblende, so habe ich das ja genannt. Also die ist jetzt bei der kürzeren Version wirklich viel breiter als jetzt bei der Version, die ich euch im Nähvideo gezeigt habe. Aber weil ich es gerade sehe. Schaut mal. Also ein Jäckchen, da gehört für mich immer so ein Haken dran. Ist einfach praktisch. Ist praktisch und ich habe dann auch gleich den Streberstreifen hingenäht, damit es wirklich ordentlich schön aussieht. Das ist nochmal so ein Hingucker, den zwar keiner sieht, aber ihr wisst, dass ihr den gemacht habt und könnt dann stolz drauf sein, wenn das wirklich so ordentlich ist. Also bei der Jacke habe ich das genauso gemacht. Ich finde es einfach wirklich schöner, wenn das so ist. Als letzte Variante, die habe ich jetzt einfach nur mal so für mich genäht, weil ich das ausprobieren wollte, ob das Modell sich auch als, ja, fast männlichen eignet. Schaut mal, ich blende auch noch ein paar Bilder ein. Das ist jetzt die gleiche Jacke, nur ein paar Zentimeterchen hier mehr angeschnitten. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr euer Schnittmuster entsprechend eurer gewünschten Länge verlängert. Und dann müsst ihr allerdings also ein bisschen auch noch hier die Saumblende anpassen in der Weite, weil hier unten, dadurch, dass ihr das ein bisschen weiter machen müsst, dass die Hüfte durchpasst oder reinpasst, also ein bisschen ausstellen müsst auch in Richtung Saum, müsste auch hier der Saumstreifen entsprechend ein bisschen weiter gemacht werden. Ich habe jetzt hier mir noch sogenannte Schlitztaschen eingenäht. Die wollte ich einfach mal ausprobieren und da hat sich das jetzt gerade gut ergeben, dass die da reinpassen. Ah, hier muss ich noch festnähen, den Taschenbeutel. Jo, also das war's. Ich hoffe, ich konnte euch wieder was zeigen, ihr konntet wieder was lernen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Videoschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude dann beim Tragen eures Basic-Jäckchens. Lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Wer es noch nicht hat, dazu auf die Glocke klicken. Dann bekommt ihr immer wieder eine Nachricht, dass ich ein neues Erklärbär-Video hochgeladen habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn.
Wir haben fertig. Fertig, Mädels. Bis bald. Wir nähen uns. Ciao, ciao.